Ja, moin Leute und willkommen bei einer weiteren Folge Ab ans Wasser. Ich war heute Morgen schon ganz eifrig. Wir haben hier gerade Arbeitsdienst vom SFV Bielefeld und wir haben hier gerade so ein bisschen die Johannisbach aufgeräumt. Und wie kann es natürlich anders sein? Wir haben die Angelsachen natürlich ebenfalls dabei. Der Arbeitsdienst ist beendet und wir gehen jetzt hier noch ein bisschen an den Obersee und schwingen ein bisschen die Spinnrute. Hier ist noch ein anderer Vereinskollege, der Cookie ist auch dabei. Und wir hoffen für euch gleich mal ein Hecht ans Band zu bekommen. Ob uns das gelingt, das seht ihr gleich. Eigentlich ist gerade perfektes Hechtwetter. Es würde mich wundern, wenn hier heute nichts geht. Na komm, wenn du eben hier schon geangelt hast, halten wir uns ja nicht so lange auf. Ja, von hinten kommen noch so viele gute Stellen. Nicht nur. Und da hinten treibt auch schon die nächste Colaflasche im Wasser. Hast du gesehen? Ja. Hier vorne liegt mein Auto da. Aber hast du gesehen, wie er raufgebrezelt ist? Hast du? Oh. Jawohl, dankeschön. Petri, Dank. Oh. Natürlich, du noch nicht oder was? Nee. Was ist da los? Auf Ansage war das hier. Auf Nightfight. Auf Nightfight. Ja, der Fisch hat sich hier blöd im Kescher verhakt, Leute. Aber das sieht noch okay aus. Der blutet hier vorne an der Schnauze leider jetzt ein bisschen. So, jetzt aber. Oh, wir haben den Fisch vom Haken befreit. Meine Güte, was eine Aktion, ey. Das ist der schöne Fisch. Wie gesagt, kein Riese. Ich denke so roundabout 65 cm. Oder was meinst du? Ja. So kann es weitergehen. Petri. Seit dem Hecht sind inzwischen bestimmt locker 10 Minuten vergangen, wenn nicht mehr. Und seitdem habe ich einfach mal gar nicht weiter geangelt. Oh, weil alle Drillinge sich so blöd in den Kescher verheddert haben, dass wir gerade die Ewigkeiten so eine Aktion hatten, den Köder aus dem Kescher wieder rauszubekommen. Das hat jetzt geklappt. Die beiden Kollegen, die hier vorangegangen sind, haben natürlich die anderen Stellen schon abgefischt. Heißt, ich mache jetzt erstmal ein paar Meter und dann fische ich auch weiter. Oh, da war Kontakt. Ja. Da ist irgendwas. Ah, wahrscheinlich eher kleine Barschi. Wobei, jetzt hängt noch ein Blatt dran. Vielleicht war es das zweite, aber das erste war safe nicht gut, Alter. Aber ich. Ach, Mann, ey. Das sehe ich natürlich jetzt auch erst. Der eine Haken ist komplett aufgebogen. Ah, ich weiß nicht, ob ich hier noch großartig weiterfischen werde. Ich versuche da mal ein bisschen rumzubiegen. Ich schaue mal gerade, was ich hier so an stabilen Zangen dabei habe. Ah, bisschen besser ist er schon. Ja, scheiß drauf, so fische ich ihn weiter. Exakt hier, wo ich jetzt stehe, hatte ich, wann war das? Letzte Woche irgendwann hier einen schönen Hecht. Vielleicht geht hier heute ja noch einer. Wir schauen mal. Die ersten Topstellen sind abgefischt. Was soll ich sagen? Ein bisschen Enttäuschung ist dabei. Wenn man hier nach 5 Minuten den ersten Fisch fängt, denkt man sich natürlich, geil, heute fange ich 20. Ja, es kam echt nichts mehr. Ein paar Stellen machen wir noch, dann machen wir uns auf den Rückweg und dann mache ich auf jeden Fall anstatt Hardbait einen Gummi dran. Ja, und vielleicht haben die Räuber ja darauf Lust.
bisschen Hochwasser hast, dann hast du ja da schon eine steile Kante, ne? Wenn du hier runtergehen willst, dann ist so. Hm. Ach, aber es geht hier alles. Ja genau, und hier haben wir auch den Tresor und die Geldkassette. Oh, ja, Fisch. Fisch. Oh, ein guter, ein guter. Ein echt ein guter. Oh, das ist was Gutes. Das ist was Gutes. Scheiße, das ist was richtig Gutes. Leute, ich hoffe, die Cam nimmt hier gerade auf. Ich habe auf jeden Fall einen großen. Der ist überhaupt nicht so groß. Warum ist der denn so? Übel. Leute, ich will gar nicht meckern. Das ist trotzdem ein schöner Fisch. Oh, der. Alter, der zieht, ne? Der ist auch so grundorientiert. Also zieht so nach unten. Jo, vielen Dank, mein Lieber. Oh ja, aber ist doch ein schöner. Einfach ein massiver, ne? Guck dir mal an. Den dicken Oschi. Der hat auf jeden Fall über 70 cm. Traumhaft schöner Fisch. Richtig schön fett gefuttert schon. Der hat sich schon im Winterspeck angefuttert. Ich bin richtig happy, das war ein richtig schöner. Der hatte 76, 77 cm. War ordentlich dick dabei. Ich habe erst gedacht, das wäre ein richtig großer. Der hat sich so gut verkauft, weil der auch wirklich nach unten gedrückt hat beim Drillen und wirklich lange unter Wasser war, dass ich erst dachte, da wäre richtig Großes dran. Also, lass uns nicht falsch verstehen, das war ein guter Fisch und ich freue mich. Ich dachte nur, der wäre noch größer. Ja, was soll ich sagen? Ich bin happy. Ey, und ich meine, ich liebe es immer angeln zu gehen. Ich liebe es auch angeln zu gehen, wenn man keinen Fisch fängt. Draußen sein ist immer gut. Aber ganz ehrlich, wenn man erstmal nur zwei Hechte gefangen hat, irgendwie ist man danach auch so ein bisschen entspannter. Das ist einfach so. So, darum mache ich erstmal eine kleine Frühstücks- oder Mittagspause. Und dann fangen wir noch ins andere. Köderwechsel ist angesagt. Der Hardbait ist in die Box gewandert. Und jetzt gibt es hier den Drunkbait von LMAB in 16 cm. Und schaut mal hier mit diesem schönen Stinger mit dem roten Fransen dran. Ich finde, das sieht richtig geil aus und erhoffe mir, dass das unter Wasser wie so eine kleine Blutspur aussieht. Ja, 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 ich weiß. Das sehe wahrscheinlich hauptsächlich ich so. Aber vielleicht schwimmt hier ja noch ein Fisch rum, der das ähnlich sieht. Ich probiere es auf jeden Fall aus. Ich gucke mir gerade das Laufverhalten an. Ich habe den schon so lange in der Köderbox bzw. im Schrank liegen gehabt. Und irgendwie weiß ich auch nicht. Ich fand den damals schon richtig geil, als ich mir den geholt habe. Beziehungsweise hatte ich den letztes Jahr im Adventskalender. Und hat jetzt erst seinen Einsatz. Schauen wir mal, ob die Hechte das genauso geil finden wie ich. Man merkt auf jeden Fall schon mal, dass ich jetzt nicht mehr so einen stromlinienförmigen Wobbler dran habe, sondern diesen klobigen Drunkbait. Der macht schon ordentlich Widerstand unter Wasser. Wir nähern uns langsam aber sicher dem Ende der Strecke. Was soll ich sagen, wir haben jetzt einige Spots übersprungen, sind auch ein bisschen durch, haben hier auch schon den Arbeitsdienst in den Knochen. Guck mal, da hinten im Hintergrund seht ihr den Cookie. Der gibt die Hoffnung noch nicht auf. Der dritte Kollege, der Basti, der ist gerade abgehauen. Den haben wir heute erst so richtig kennengelernt. Das ist ja auch einer aus dem Verein. Ja, bisher war nur mir das Glück heute hold. Ich fische hier gerade immer noch den Drunkbait. Auf den hat sich bisher nichts getan. Das soll nichts gegen den Köder sein. Ich finde, der läuft richtig gut. Das, was ich bisher gesehen habe. Ja, die Hechte fanden das bisher nicht. Man weiß nie, woran es liegt. Vielleicht war es vorher so ein Beißfenster. Vielleicht habe ich auch die Fische alle jetzt verscheucht, nachdem ich da zwei rausgeholt habe. Ich probiere es auf jeden Fall noch ein bisschen weiter. Da hinten im Hintergrund, die Brücke, die ihr seht, das Viadukt, da endet unsere Strecke und da hört dann auch dieses wunderschöne Video auf. Wenn bis dahin noch was geht, dann melde ich mich nochmal und wenn bis dahin nichts mehr geht, dann hoffe ich, dass euch das Video mal wieder gefallen hat, dass ihr ein Like da lasst, dass ihr natürlich schon längst Abonnenten seid und falls ihr es nicht seid, dass ihr es jetzt schnell werdet und aber, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es wieder heißt, ab ans Wasser, reingehauen, ciao, ciao. Ah!
Mann. Auf die Schnauze geflogen.